Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout 76. Und heute werden wir mal ganz kurz gucken, wie wir das mit unserer Powerrüstung regeln. Wir müssen ja erstmal die Station dazu bauen. Blaupausen. Achso, selbstgemachte Blaupausen, klar. Sehr schön. Wir können das auch easy hinbauen. Mal hier so hin. Ja, hier, hier. Hier, hier. Es ist grün! Machen wir die. Vielleicht passt die ja dahin. Nö. Nee, das, die ist dann so mitten im Weg, das ist Kacke. Zum Modden wechseln. Ah, naja, egal. Hallo? Ich will. Ah, okay. Ihr wollt mich verarschen, oder? Kann ich das Ding echt nirgendwo hinbauen? Braucht Unterlage. Ja, was zur Hölle ist denn das? Das ist eine Unterlage. Ihr wollt mich verarschen, oder? Komm. Ist das nicht dein Ernst? Kann ich den irgendwo hinbauen? Das Budget der Werkstatt wurde überschritten. Nehmen wir unsere Sniper-Position hier weg. Was funktioniert hier überhaupt? Wollt ihr mich verarschen? Warum funktioniert das nicht? Kann ich entfernt werden? Ein Teil des Gebäudes wäre nicht mehr zugänglich. Ich will das doch nicht mehr zugänglich machen. Ich will das entfernen. Das stimmt mit euch nicht. Ihr wollt mich verarschen, oder? Ja, natürlich ist es nicht mehr zugänglich, weil ich diesen Scheiß hier nicht mehr zugänglich machen möchte. Okay, muss ich meine gelagerten Sachen auch verwerten? Na komm, weißt du was? Hier, komm. So. Kann ich jetzt den Scheiß bauen, bitte? Kein Wunder, dass ich keine innere Richtung machen werde. Ich habe ja nicht mal genug Platz. Ja, es kommt auf, wenn man so eine riesen Bude hat, weißt du, dann hat man keinen Inhalt. Naja, ich hoffe einfach drauf, dass sie das Budget irgendwann erhöhen werden. Ah. Bis dahin muss das halt so funktionieren. Es war jetzt nicht perfekt gerade, aber das ist ein Desaster, das Ding aufzubauen. Ah. Ja, was zur Hölle? Soll ich jetzt zugucken oder? Hallo? Ich
Was zum Heck macht er da? Muss ich jetzt zugucken? Also wenn er gleich wieder anfängt zu schrauben, dann beende ich das Spiel. Keine Ahnung, was das jetzt war. Aber egal, was habe ich hier? Oh, ich kann auf Stufe 35 aufstocken. Na gut, immerhin haben wir jetzt schon mal zwei Sachen auf 35. Hä? Habe ich nicht das Ding auf 35 gemacht? Jetzt bin ich verwirrt. Ihr habt die Scheiße doch hier auf 35 gemacht. Ihr habt es alle gesehen. Ich bin verwirrt. Oh. Oh, ich verstehe. Nö, ist jetzt drauf. Okay, die anderen beiden Dinger verwerte ich jetzt. Ich hoffe, ich tue das Richtige. So, erstmal hier den ganzen Schrott weg. Dann das Ding weg und das Ding weg. So. Dann kann das hier auch weg. Stelle ein Rüstungsteil her oder verwerte es. Habe ich getan. Dann die Kampfflinte. Okay, perfekt. Wollte ich nicht schlafen gehen? Jetzt ist es spät. Okay, jetzt haben wir aber hier 35er, ne? Habe ich alles richtig gemacht. Alles richtig gemacht. Gut. So, Standardlackierung, keine Helmlampe. Habe ich drin, okay. Hier können wir nichts. Hier können wir nichts. Hier können wir nichts. Hier können wir nichts. Da. Bewegungsunterstützende Sensoren. Dafür fehlen mir Federungen. Kriege ich da mehrere Infos für, was mir das bringen würde? Stärke plus 2. Das ist natürlich nicht schlecht. Ach, da unten steht's. Ah. Okay, wir brauchen nur ein bisschen Federung, dann können wir. Ey, ich muss mehr von diesen Verbesserungen kaufen, ganz ehrlich. Holy shit. Können wir nochmal stärker werden, ne? Okay, so viel dazu. Gucken wir uns mal das Gauss-Gewehr an. Ich glaube nicht, dass wir am Gauss-Gewehr irgendwas machen können. Ja, man kann ja mal gucken. Abgeschirmter Lauf. Die Reichweite können wir erhöhen. Präzision sinkt zwar, aber doch nur minimal. Wuchtiger Kolben. Dieser kleine Kolben da hinten, das sieht so unpassend aus. Hier können wir nichts machen. Reflexvisier. Ich weiß nicht, ob wir da überhaupt ein Visier brauchen, ganz ehrlich. Mündungsbremse, ja, gibt's nicht. Ja, dann machen wir zumindest, ja. Machen wir hier den abgeschirmten Lauf. Wir wollen wenigstens eine Sache machen. Hier können wir nichts machen. Können wir mittlerweile hier schon irgendwas mehr machen? Ja. Und da war irgendwas gerade. Nee, das war Minus. Ich habe gedacht, das steht Plus. Naja, gut. Aber wir haben noch den Standardgriff. Wir können hier ein bisschen... Präziser Griff. Erhöht Nahkampfschaden, verbesserte Präzision aus der Hüfte. Überlegene Präzision aus der Hüfte. Erhöhter Nahkampfschaden, verbesserte Rückstoßdämpfung. Ja, das mit der Haltbarkeit gefällt mir zwar, aber... So, okay. Modifizieren, da können wir eigentlich nicht viel machen, ne? Hier gibt es auch nichts Großartiges. Ja gut, ich kann eh nicht viel machen. Ja gut. Ich will hier raus. So.
Kann ich auch irgendwie Munition herstellen? Habe ich mal wieder ein bisschen Blei gesammelt. Munition. Das war auch 308er, ne? Die wir verwenden. Ja, war 308er, perfekt. Also davon brauchen wir auf jeden Fall immer Munition. Das ist ganz klar. Okay, ziehen wir uns ein bisschen Gemüsesuppe rein. Ich habe eine Suppe hergestellt. Ach ja, wir brauchen Wasser. Wo ist die nächste Wasserquelle? Gehen wir kurz zu Charleston, holen uns eine Menge Wasser, die wir dann einlagern können. Und dann haben wir auch erstmal genug Wasser. Ich hoffe, das ist ein schmutziges Wasser und nicht verstrahltes Wasser. Gucken. Hier muss doch irgendwo der Fluss sein. Richtung Norden. Lohnt sich. Ach komm. Scheiß drauf, ob sich das lohnt. Der ist tot. Fertig. Die können ja noch nicht mehr zielen mit Level 1. Komme ich hier runter, ohne zu sterben? Sehr schön. Ja, Radioaktivität ohne Ende, scheiß drauf. Nehme ich alles mit. So. Wie meine Unterhose noch rausgeguckt hat, das sah lustig aus. Okay, komm. Zurück. Jetzt haben wir genug schmutziges Wasser. Ihre Bestellung im Avoria Liquid Online Shop. Wenn man jetzt ordentlich Aroma bestellt. Moment. Position Menge 3. Okay, perfekt. So. Schmutziges Wasser ist am Start. Wisst ihr, was ich mal gerne wissen möchte? Das ist jetzt einfach nur so ein Just for Fun Ding. Es entspricht nicht der Realität, was wir jetzt machen. Wir nehmen nämlich jetzt das Imporepetiergewehr und gucken, wie viel Schaden unsere Waffen machen. 263. Ist auch nicht schlecht. 357. Ist natürlich nur, währenddessen ich diese Waffe trage. Man kann leider keine zwei Waffen gleichzeitig tragen, sonst würde ich es tun. So. So kann man auch Erfahrung sammeln, wenn man genug Holz hat. Tatosaft. Wo ist meine Suppe? Da ist meine Suppe. So, dann noch ein bisschen Tatosaft. Aufbereitetes Wasser, okay. Das wollte ich nur kurz klarstellen. So, sehr schön. Und dann können wir das abgekochte Wasser hier reinlegen und uns einen Keks freuen. So, und schon geht's weiter. Heute wollen wir weiterhin questen. Jetzt haben wir eine Viertelstunde dafür gebracht, das Ganze hier überhaupt zum Laufen zu bringen. Auch nicht schlecht. Aber wir sind wieder um ein ganzes Stückchen stärker geworden. Heute wollen wir hier hin und das Zeug sammeln. Dafür gehen wir zu Rayleighs Bunker. Und ich
Ich bin echt am Liebäugeln mit dem Perk, dass 30% weniger Reisekosten sind. Mit dem Großen und Ganzen, wenn ich mit Reisen insgesamt 1000 Kronkorken ausgebe, spare ich 300 Kronkorken. Ist halt auch nicht die Welt, ne? Aber auf die Masse gesehen, ne, spart man doch schon eine Menge. So, hier dürften eigentlich nicht so starke Gegner rumlaufen, ne? Das Gaussgewehr spare ich mir auch eher für härtere Kämpfe auf. Woher wisst ihr, dass ich hier bin? Außer mein lautes Gewehr natürlich. Wo wird hier noch überall geschossen? Jetzt komm mal raus aus deinem Versteck! YOLO. Oh, ich verliere tatsächlich AP. Das ist gut zu wissen. Ach, der kämpft gegen eine Kakerlake. Ja, dann mach erstmal. So, da haben wir das Kalium. Da dreht sich mir das Arsch nie um. Kennt ihr bestimmt von Scrubs. Bleischrott, ja? Vielleicht sollten wir die anderen Leichen auch nochmal angucken. Versuchen Sie nicht zu fliehen. Man wird Sie identifizieren und bestrafen. Huch, hi! Überraschung. Sag doch was. Ja, mal gucken, was das Gaussgewehr so sagt. Aber spare ich mir doch für Schleichangriffe auf. Komm, eine kleine Baseballgranate werfen wir auch noch mal rein. Und holen wir das Schwarzpulvergewehr mal raus. Wir testen mal heute mal ein bisschen rum. Kann man ja mal machen. Ich glaube, ich wurde gesehen. Ja. So ziemlich. Oh! Okay, für dich verwende ich gerne dieses Gewehr. Ich hasse die Dinger, ne, mit ihren komischen Rauchwolken. Zu deinem Pech kann ich gut sehen. Jo, 99 Erfahrung. Ja, das nehme ich gerne, ne? Hier Bleischrott und alles. Sehr schön. Aber wir sind ja wegen anderem Zeugs gedönt hier. Ah, Bleischrott. Hatten wir hier nicht letztes Mal noch Probleme mit den Maschinen? Ich glaube schon, ne? Da siehst du mal, wie schnell sich das ändern kann. Nähern Sie sich und geben Sie sich zu erkennen. Rechtschaffenen Bürgern wird kein Leid geschehen. Flucht. Oh, Moment. Bei dem ist das doch bestimmt ganz gut, den jetzt zu verwenden, oder? Ja, wenn ich Munition gehabt hätte. Ist jetzt auch kacke. Wenn meine Munition nicht an die verschwenden. Jetzt hoffe ich abzuschießen. Das nehmen wir doch alles gerne mit. Chemikalienschutzanzug. Hell. Zum Preis, Junge! Ach Mann, Mr. Andy Droben. Komm mal her. Ist verschwunden. Er ist ein Magier. Der magische Mr. Andy.
Alter! Sehe ich das richtig? Du bist legendär. Gib mir eine ordentliche Waffe, Junge. Okay. Übertreiben es heute. Ein Golfschläger. Mhm. Du sagst mehr Schaden, je niedriger deine Gesundheit ist. Hat sich jetzt nicht gelohnt. Ja, das ist das Problem, wenn ich meine Rüstung ausziehe. Ich sterbe sehr, sehr schnell. Ich bin halt eine Glaskanone, aber ich wollte ihn one-shotten. Einfach, weil ich es kann. Und jetzt können wir auch gerne... Okay, die kann ich nicht favorisieren, ne? Schade. Kann ich auch gerne meine Power-Rüstung wieder anziehen. Okidokili, dann können wir weitergehen. Ich muss auch meine Leiche gleich nochmal aufsammeln. So, wir müssen noch Phosphor sammeln und meine Beute holen. Alles für einen Golfschläger, Leute. Ja. Ist toll, ne? Bin ich auch. Bin richtig begeistert. Ah, verdammt. Ich wollte gerade das Gaussgewehr ausholen. Och Gott, seid ihr nervig, Leute. Hast du Bleischrott für mich? Nein. Nee, wir werden definitiv keine Freunde. Nicht mit so einer Nervensäge. Dann will ich ins Bleischrott. ...52, Leute. Gottes Willen. Ich muss mal ganz kurz hier, ne? Ihr lasst mich bestimmt in Ruhe währenddessen. Mitten im Kampf. Wenn wir mal was knacken hier. Tschüss. Ich muss mich halt verstecken, um den umzubringen. Als allererstes würde ich gerne erstmal einen Redaway in mir reinziehen, ne? So. Sie hätten mich auf Liebe und Vergebung programmieren können, aber nein. Schleichen wir uns einfach mal bis zu unserer Leiche durch. Es reicht mir mit euch. Es reicht mir einfach nur. Ihr euch finden. Ja, nee, ist klar. Hast du mich natürlich gesehen. Ernsthaft. Scheiße. Oh Gott. Er hat mich. Oh Gott. Er hat mich gesehen. Oh, ich hatte eine Mutation. Heilfaktor. Naja. Ach komm, ich bin doch versteckt. Ihre Erfolgschancen stehen bei... Ich will nicht makaber sein. Ist nicht, wo ich bin. Okay, die Gefahr geht runter. Ich verpasse dir gleich sowas von einen Schuss.
Okay. Wo bin ich jetzt? Da kann man durchschießen. Ich schleich mich jetzt hier weg. Ist mir alles furzegal. Ist mir alles furzegal. Ich will nur meine Leiche haben. Das Phosphor. Und dann bin ich glücklich. Wieder keine Munition reinlegen. Okay. So, Jungs, ich. Wollte sagen, tschüss. Na, ich verabschiede mich wohl doch noch nicht. Okay, wir schleichen uns rein und dann werden wir sie einfach ausschalten. Schleichangriff für 3,13 Schaden? War ich nicht bei 2,5? Oh, ist es spät nachts? Nee, daran kann es nicht liegen. Keine Ahnung, aber liebig. Dreifacher Schaden. Das tut weh. Und jetzt rechnet mal, Leute. Wie viel Schaden mache ich jetzt? Mit 400 irgendwas Schaden, Leute. Alter. Oh, Nuka-Cola Quantum. Deswegen liebe ich es zu schleichen. Weil man ist einfach mal, ich will nicht sagen geschützter, aber man ist, ja, versteckt. Niemand kann einem was anhaben. Und wenn er dann den dreifachen Schaden bekommt... Es kann sein, dass ich mehr Schaden mache wegen meinem Schalldämpfer. Lege die Chemikalien ab. Achso. Mische den Dünger. Aber ich würde sagen, das werden wir erst morgen tun. Freunde, wir sehen uns morgen zu einer neuen Folge wieder und dann vielleicht finden wir den Mr. Handy wieder und ich kann ihn ausschalten. Rennt er hier durch die Gegend. Ich sehe dich nicht. Kommt schon, Leute. Ich brauche ein Ziel. Ich auch. Aber wenn du jetzt die ganze Zeit hier irgendwo rumläufst, kann ich dich, glaube ich, nicht treffen. Ah, doch. Das war die Rache. Haut rein, euer Zero. Tschüss.